einer von euch auch nur eine einzige dumme Bemerkung macht, wird er seines Lebens nicht mehr froh. Nein. Wir wollten nur fragen, ob du mitkommst. Ja, ob du mitkommst. Ich gehe grundsätzlich nicht zu einer Urteilsverkündung in einem Indizienprozess. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir beide hingehen. Nö. Wir sehen uns dann abends zum Essen. Also, gehst du wirklich nicht mit? Nein. Und in einer Mordsache schon gar nicht. Würdet ihr jetzt bitte gehen? Sonst verpasst ihr das Urteil. Tja, dann bis heute Abend. Wie du willst. Rangold? Ja, Kassier. Ich brauche von euch bitte noch mal die protokollierte Vermisstenanzeige von Georg Meierfelder. Das war ungefähr vor 6 Wochen. Ich beschäftige mich gerade noch mal mit seinem Selbstmord und finde, dass da einiges nicht zusammengeht. Da kann ich dir nicht helfen. Die liegt bei Martin. Und wo ist der? Wo soll der sein? Der ist beim Balsam-Prozess. Na, da wird sich Kollege Leitner aber freuen, dass so viele aus dem Präsidium ihm beistehen wollen. Danke, ich melde mich wieder. Also die Seite kannst du schon mal wegschmeißen. Dass du so rumsitzen kannst, macht mich ganz verrückt. Was hättest du denn gern, was ich tun soll? Na, mir sagen, wie der Prozess ausgeht. Du weißt doch, was das für unsere Kanzlei bedeutet. Oh Gott, jetzt ist es soweit. Willst du nicht rangehen? Weißt du, wie spät es ist? Das Urteil kann doch noch gar nicht raus sein. Anwaltskanzlei Weigelt und Schatz. Wie bitte? Nein, wir geben grundsätzlich keine Auskünfte über den Prozess. Einen Tag waren wir beim Prozess. Aber heute zum Urteil hätten wir vielleicht doch mitgehen sollen. Mit Peter und Lisa. Nein. Ich hätte es nicht ertragen. Herr Lotke? Da ist schon wieder wer. Verschwinden Sie von unserem Grundstück. Aber schnell! Leichtsinnig war er ja immer, unser Richard. Aber auch zu gutmütig. Wenn der nicht lebenslänglich kriegt, der ihn umgebracht hat. Herr Lotke? Hauen Sie ab! Der Balsam-Prozess mit dem Plädoyer der beiden Anwälte in die zweite Runde des Prozesses. Die Vernehmung der Zeugen wurde genau um 11.10 Uhr abgeschlossen. Neue Beweise gegen den Angeklagten gab es nicht. Florian Balsam wirkt selbstsicher und gelassen. Welches Interesse der Medien? Kress hier. Du sag mal, Herbert, seit Wochen sage ich euch, dass mein Radio nicht in Ordnung ist. Wann passiert denn da nun mal endlich was? Und Sie waren überhaupt nicht beim Prozess? Noch bei keiner Verhandlung? Mir ist es nicht recht, dass Sie hier sind. Aber Herr Balsam, so wollen wir doch gar nicht erst anfangen. Ihr Sohn bekommt eine Menge Geld von uns für die Rechte an seiner Geschichte. Übrigens gibt es ja schon lange keine Todesstrafe mehr. Was soll also passieren? Außerdem hat er noch kein Geständnis abgelegt. Sie sollen hier nur fotografieren. Das Reden überlassen Sie gefälligst mir. Unser Florian hat den Richard nicht umgebracht. Bestimmt nicht. Der Staatsanwalt ist da aber anderer Ansicht. Und die Polizei auch. Ich denke, die Verteidiger sind so gut. Sagen alle. Wissen Sie, Frau Balsam, ich treibe mich schon ein halbes Leben durch die Gerichtssäle. Aber zwei Strafverteidiger, die so ungewöhnlich gut sind, habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Nirgendwo. Und dabei ist das Ihr erster Mordprozess. Tja, aber dann haben Sie ja mit sowas noch gar keine Erfahrung. Wollen Sie mich abheben? Es ist soweit. Sie erfahren jetzt,
wie das Urteil ausgefallen ist. Ja, Balsam. Freispruch mangels Beweisen. Wie fühlt man sich denn so plötzlich als freier Mann, Herr Balsam? Unbeschreiblich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na ja, unbeschreiblich einfach. Am liebsten würde ich meine Anwälte umarmen. Tun Sie es doch. Es hindert Sie keiner. Freispruch mangels Beweisen, ist das nun ein Makel oder nicht, Herr Schatz? Nun, das kommt auf die grundsätzliche Einstellung an, mit der Sie einem Angeklagten gegenübertreten. Sie haben nicht damit gerechnet, Herr Leitner. Womit soll ich rechnen? Sie waren doch schließlich der verantwortliche Kriminalkommissar. Ich habe nicht die Absicht, hier und heute irgendwelche Erklärungen zu diesem Prozess abzugeben. Aber Sie haben die Tat dem Angeklagten nicht nachweisen können. Herr Leitner, Sie haben... Wenden Sie sich an unsere Pressestelle. Haben Sie das Gefühl, dass der Staatsanwalt in die Revision gehen wird? Auch das haben Herr Schatz und ich schon durchgespielt. Laut, würde ich sagen. Und leise, Herr Weigel? Leise, ja. Das müssen Sie den Staatsanwalt fragen. Und wie sieht das für die Polizei aus? Wissen Sie, Indizienprozesse haben ihr eigenes Gefälle. Wesentliche Entscheidungen fallen bereits im Ermittlungsfeld. Und da haben Sie vermutlich mehr getan als die Polizei. Oh ja, das haben Sie wirklich. Das haben Sie wirklich. Es gibt praktisch in den Ermittlungen keine neuen Tatsachen zu entdecken. Na, vielleicht fällt dem Herrn Staatsanwalt noch ein Formfehler ein. Wir sollten darüber nicht öffentlich spekulieren. Juristerei ist ein Tatsachengeschäft. Jedenfalls war das Ihr erster Strafprozess mit einem Kapitalverbrechen. Herr Balsam, da drüben steht Ihre Verlobte. Würden Sie jetzt, nachdem alles so günstig für Sie gelaufen ist, mit mir zu ihr gehen und ein paar Worte zu ihr sagen? Nein, das möchte ich nicht. Das wäre doch aber schön. Nein. Das war ein Glanzstück der Verteidigung. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und wer hat meinen Bruder Richard umgebracht? Können Sie mir das beantworten? Oder haben Sie was davon im Prozess gehört? Nein, Herr Lottke. Wer hat ihn erschossen? Das ist doch die Frage. Ich weiß, wer es gewesen ist. Da können die ja noch so viele Indizienprozesse machen, wie sie wollen. Ich weiß es. Und Sie? Wissen Sie es auch? Lisa Lottke, wollen Sie nicht doch mit Ihrem Verlobten ein paar Worte wechseln? Er ist freigesprochen vom Mord an Ihrem Bruder. Das muss doch auch für Sie irgendwas bedeuten. Wir haben Florian Balsam nicht freigesprochen. Ich nicht. Und mein Bruder Peter auch nicht. Wissen Sie, was wir heute Abend machen? Wir feiern zu dritt den Freispruch. Zu viert. Meine Frau kommt mit. Ah? Ja. Noch eine Frage. Und die Frage haben Sie sicher schon oft gehört. Wir haben noch keine Frage oft gehört. Es ist das erste Mal, dass sich das Fernsehen für uns interessiert. Wenn Sie auf Freispruch plädieren, müssen Sie dann von der Unschuld des Angeklagten absolut überzeugt sein? Ja, ich glaube, absolut. Muss ich sein, sonst könnte ich das gar nicht. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Meinen Sie, dass das immer so bleibt? Oh ja. Ganz bestimmt. Ja. Kaum ein Prozess in den letzten 10 Jahren hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie der sogenannte Balsam-Prozess in München. Er endete heute Nachmittag überraschend mit einem Freispruch mangels Beweisen für den Angeklagten Florian Balsam. Noch am Vormittag beim Plädoyer des Staatsanwalts von Werner Volkländer. Tja, das war's nun. Am dritten Verhandlungstag, genau um 15.23 Uhr, hat das Schwurgericht den wegen Mordes Angeklagten Florian Balsam freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft konnte in dem umstrittenen Indizienprozess mit ihrem Strafantrag nicht durchkommen. Der Verteidiger. Gott sei Dank. Nein, nein, bitte lass doch mal an. So, auf dich beweihräuchern zu lassen. Tu ich das? Ja. Warum lächeln Sie? Ich freue mich einfach. hast du die beiden Mädchen angerufen? Welche beiden Mädchen?
unsere beiden Sekretärinnen. Ich habe sie angerufen, während du den Wagen geholt hast. Sie haben sie vorläufig im Hotel Einberger untergebracht. Gut, danke. Freispruch mangels Beweisen. Wie fühlt man sich denn so plötzlich als freier Mann, Herr Balsam? Unbeschreiblich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Naja, unbeschreiblich einfach. Am liebsten würde ich meine Anwälte umarmen. Tun Sie es doch. Freispruch mangels Beweisen, ist das nun ein Makel oder nicht, Herr Schatz? Nun, das kommt auf die grundsätzliche Einstellung an, mit der Sie dem Freigesprochenen gegenübertreten. Das war ein Glanzstück der Verteidigung. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und wer hat meinen Bruder Richard umgebracht? Können Sie mir das beantworten? Oder haben Sie was davon im Prozess gehört? Nein, Herr Lottke. Wer hat ihn erschossen? Das ist doch die Frage. Was macht ihr denn hier? Wir waren mit dir zum Essen verabredet. Oh, waren wir das? Ja, waren wir. Doch mit Ihrem Verlobten. Nur, dass du nicht gekommen bist. Und jetzt holen wir dich eben ab. Vom Mord an Ihrem Bruder. Das muss doch auch für Sie irgendwas bedeuten. Wir haben Florian Balsam nicht freigesprochen. Ich nicht. Und mein Bruder Peter auch nicht. Wenn Sie auf Freispruch plädieren, ja, müssen Sie dann von der Unschuld des Angeklagten absolut überzeugt sein? Ich glaube, das absolut ist gar keine... Oh, muss ich sein, sonst könnte ich das gar nicht. Ja, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wir haben nicht damit gerechnet, Herr Leitner. Womit soll ich rechnen? Sie waren doch schließlich der verantwortliche Kriminalkommissar. Ich habe nicht die Absicht, hier und heute zu diesem Prozess Erklärungen abzugeben. Sie haben die Tat dem Angeklagten nicht nachweisen können. Herr Leitner, Sie wenden Sie sich an unsere Pressestelle. Wie wir gehört haben, wird der Staatsanwalt nicht in Revision gehen. Ja, genau so kann es einem gehen bei so einem Prozess. Genauso. Was hättest du anders gemacht? Was ist überhaupt passiert? Ein Mann begeht einen Einbruch und erbeutet in einem Tresor 100.000 Mark. Der Mann heißt Richard Lottke. Ein anderer Mann ist hochverschuldet und mit Lottke befreundet. Verlobt mit dessen Schwester Lisa. Der Mann heißt Florian Balsam. Beide sind vorbestraft. Dann wird Richard Lottke erschossen, aufgefunden und die 100.000 Mark sind weg. Florian Balsam bezahlt einige Schulden ab. So. Wie steht man dann da? In einem Prozess mit Indizien, die am Ende nicht ausreichen. Auf euch beide. Auf euren großen Erfolg heute Nachmittag. Prost. Zum Wohl. Ja, also gestern um diese Zeit waren wir uns unseres Erfolges noch nicht so sicher. Sagen Sie, stimmt das, dass Sie sich bereits aus dem Sandkasten kennen? Hm. Hubert und ich? Ja. Hm? Wir kennen uns noch aus dem Sandkasten. Zum Wohl. Zum Wohl. Ach, Herr Balsam, wir wollten Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Ich höre. Was wir wollen, ist vielleicht nicht so einfach für Sie. Tja, nur zu. Sie haben schon fast gewonnen. Wir wollten Sie bitten, auf Ihre Veröffentlichung in dieser Illustrierten da zu verzichten. Ich glaube, ich träume. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Na, so interessant ist doch Ihre Geschichte nicht mehr, nachdem Sie freigesprochen sind. Warum wollen Sie Ihre Eltern da reinziehen? Hm? Oder die Lottkes? Die mir schon noch wirklich dreckig genug. Ich will die Kohle und ich brauche sie. Wir möchten Ihnen einen Vorschlag machen. Und der wäre? Wir erlassen Ihnen die Hälfte des Honorars, das uns zusteht für Ihre Verteidigung. Ich glaube, ihr spinnt. Ihre Frau soll bitte rausgehen.
möchte nicht, dass sie bei diesem Gespräch dabei ist. Entschuldigung, aber ich meine, so geht das nun überhaupt nicht, Herr Balsam. Nein, nein, lassen wir euch. Ich warte nebenan. Das wäre ja noch schöner, du bleibst natürlich. Nein, lass doch. Darf ich Sie was fragen? Bitte. Wissen Sie überhaupt, warum Sie mich verteidigt haben? Also gut, wir erlassen Ihnen das gesamte Honorar. Alles. Wenn Sie auf die Veröffentlichung dieser Geschichte verzichten. Nein. Und außerdem, ich war's. Was soll das heißen? Ich war es. Sagen Sie das nochmal. Sag das nochmal. Ich habe Lotke umgebracht und ich habe auch die 100.000 Mark. Das ist eine Katastrophe, was? Tja, so ist das Leben, Leute. Und die größte Katastrophe ist, ihr könnt nichts gegen mich tun. Tja. Auf Wiedersehen, meine Herren. Und Dankeschön. Also eines muss man Ihnen lassen. Begabt sind Sie. Kannst du mir erklären, was hier vorgeht? Ich muss nochmal in die Kanzlei. Das ist keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Und warum? Robert. Es gibt keine Antwort. Sie kennen mich. Der Zeitung, Fernsehen. Nein, ich kenne Sie nicht. Aber das Rauchen hier drin ist eigentlich verboten. Ich rauche trotzdem. Ist ja gut. Sagt ja keiner was. Bist du wahnsinnig? Entschuldige. Soll ich fahren? Nein. Bitte willst du es mir nicht sagen? Ich kann nicht, Katja. Ich kann nicht. In den 10 Jahren, die ich dich kenne, warst du noch nie so abweisend zu mir. Was ist denn los, Christian?
Ich habe Angst. Ich möchte heute Nacht bei dir schlafen. Du, jeder von uns dreien hat sein Schlafzimmer. Hm? Dabei wollen wir es auch lassen. Christian, du wartest, dass Hubert zu dir kommt. Ist irgendwas mit ihm? Ich muss allein sein. Entschuldige, ich kann im Augenblick niemanden ertragen. Zwei Starverteidiger sind geboren. Seit wann stehen denn hier die Türen auf? Das ist ja was ganz Neues. Und hör mal zu, was hier steht. In der Geschichte der Indizienprozesse haben zwei Anwälte ein neues Kapitel geschrieben. Sensationeller Erfolg der Verteidigung. Der Staatsanwalt konnte keine Beweise. Morgen. Morgen. Auch Kaffee. Ja, wir müssen gleich weg, Leo. Wieso? Was gibt's denn? Wir haben was angenommen. Ach, was denn? Einen Selbstmord. Das könnt ihr auch ohne mich machen. Danke. Ja, wir haben gedacht, das interessiert dich vielleicht. Und warum sollte es das? Weil der Tote Hubert Schatz heißt und vom Beruf Rechtsanwalt ist. Strafverteidiger. Bevor du jetzt unfreundlich wirst, lass uns lieber gehen. Die warten schon auf uns. Herr Doktor. Wann ungefähr? So um zwei rum in der Nacht. Ich habe ihn abgeschnitten, aber da war nichts mehr zu machen. Lag hier irgendwas auf dem Schreibtisch, ein Zettel oder ein Brief? Da war nichts. Wer hat angerufen von hier? Die Damen. Würdet ihr bitte den Toten durchsuchen, ob er irgendwas findet? Haben Sie was auf dem Tisch liegen sehen? Nein. Ich auch nicht. Haben Sie Herrn Weigel schon verständigt? Ja. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Wo ist er? Da, in seinem Büro ist er. Danke. Woher kennen Sie mich? Ich glaube, wir sind aus dem Fall Dr. Stadelmann begegnet. Ah, ja, ja. Ich erinnere mich. Ja, bitte, setzen Sie sich. Danke. Mein Beileid, Herr Weigel. Das trifft Sie auch persönlich sehr. Ja. Wir sind zusammen aufgewachsen. Hubert und ich. Er hat früh seine Eltern verloren.
Ich lebte als Kind im Waisenhaus. Aber er war mehr bei uns zu Hause als dort. Mit 8 Jahren haben wir uns kennengelernt. In der Schule. Wir haben auch zusammen studiert. Entschuldigung. Ich möchte keine Gespräche haben. Ach so. Ja, stellen Sie durch. Ja, Katja? Warum rufst du denn nicht an? Ich, Ist das wahr mit Hubert? Bitte sag, dass es nicht wahr ist, bitte. Es ist aber wahr. Bist du noch dran? Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Ich kann es nicht. Die Polizei ist da. Also gut, wie du willst. Sie waren gestern Abend noch mit Herrn Hubert Schatz zusammen. Ja, wir haben zusammen gefeiert. Meine Frau war dabei und Florian Balsam im Forsthaus. Ist irgendwas Besonderes vorgefallen? Nein, was soll vorgefallen sein? Hubert hat nur gesagt, er will nochmal in die Kanzlei. Würden Sie mir seine Adresse geben? Herr Weigelt, die Adresse von Herrn Schatz. Hubert hat bei uns gewohnt. Ich habe von meinen Eltern ein großes Haus geerbt und wir haben da zusammen gelebt. Hubert, meine Frau und ich. Herr Weigelt, so ein Mann wie Hubert Schatz nimmt sich doch nicht das Leben. Einfach so. Haben Sie irgendwas bei ihm gefunden? Oder Ihre Leute? Sie waren nicht im Zimmer bei ihm. Ich habe es nicht geschafft, da reinzugehen. Ich bin ja bis zur Tür gekommen. Was werden Sie jetzt machen? Ich werde die Kanzlei schließen. Nach dem Erfolg wollen Sie die Kanzlei schließen? Das ist kein Erfolg mehr. Jetzt nicht mehr. Bitte behalten Sie Platz. Danke. Darf ich Sie was Privates fragen? Glauben Sie wirklich an die Unschuld von Florian Balsam? Wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie es gestern im Fernsehen gesagt haben. Ich wollte es noch mal von Ihnen selber hören. Ich weiß nicht, warum ich ständig eine Antwort auf diese Frage parat habe. Gestern hatten Sie sie noch. Wo finde ich sie, wenn ich sie suche? Zu Hause. Sie haben sich mit Ihren Chefs immer sehr gut verstanden, ja? Eine Frage noch. Können Sie mir sagen, wo wir Herrn Balsam finden? Ich habe ihn im Hotel Einberger eingemietet. Auf Zimmer 112. Auf Wiedersehen. Möchtest du bei der Obduktion dabei sein? Weiß ich noch nicht. Habt ihr bei dem Toten was gefunden? Nee. Nein. Wollen wir? Okay. Wiedersehen. Wiedersehen.
Also die 19:15 ist direkt. 20:05 über Frankfurt. Ja, danke schön. Ihre Theaterkarten, zweites Paket kurz vor 8. Lassen, ja, bitte. Ja? Können Sie nicht doch noch mal anrufen? Ich kann doch nicht dauernd anrufen. Herr Balsam ist sehr spät nach Hause gekommen. Ich stelle ja sonst auch niemanden durch. Sie können Ihr Geld behalten. Also, ich glaube, ich spinne. Was ist los? Seit 2 Stunden sollten Sie mit Balsam am Tegernsee sein. Und wo sind Sie? Ja, ich weiß selber, dass Sie auf uns warten. Na ja, und? Ja, ich nehme an, er will ausschlafen. Oder was weiß ich? Ach, Balsam wird doch nicht dafür bezahlt, dass er ausschläft. Ich möchte, dass sofort jemand von Ihnen mitkommt und mir aufmacht. Ich muss mit Herrn Balsam sprechen, und zwar auf der Stelle. Hey, ich fahr doch ein bisschen weiter. Lass uns einfach nach Hause fahren. Bist du bekloppt? Da war doch schon die Polizei. Peter. Ja, lass mal, ich weiß doch auch nicht mehr wohin. Jetzt kannst du uns beschimpfen, weil wir dich da reingezogen haben. Ach Quatsch. Irgendwas ist vorgefallen. Gestern Abend bei der Feier. Aber er will mir nicht sagen, was. Sein Freund Hubert nimmt sich in der Nacht das Leben. Und Christian Weigelt belügt mich. Warum? Es war noch bei der Feier. Christian Weigelts Frau Katja. Und Florian Balsam. Balsam. Müsste mal wissen, wo der ist. Ruf doch mal seine Eltern an. Florian Balsam wohnt im Hotel Einberger, Zimmer 112. Wieso weißt du das? Ja, wir sind doch in den Fall verwickelt. Ach, sind wir das? Na ja. Chris hier. Ja? Ja, in Ordnung. Danke. Henry? Ja? Jetzt bist du mal unheimlich. Seit wann bin ich dir unheimlich? Eben ist Florian Balsam in seinem Hotel, in seinem Zimmer aufgefunden worden. Erschossen. Wieso rufen die da uns an und nicht den Kollegen Leitner? Weil der raus ist. Verstehst du jetzt, warum ich keine Indizienprozesse mag? Komm. Lass uns unsere Arbeit. Halten Sie bitte zurück. Das ist unmöglich, wie Sie sich hier aufführen. Passen Sie mal ein bisschen auf. Jetzt reicht's, meine Herren. Ich protestiere energisch, Herr Kress. Sie behindern mich bei der Ausübung meines Berufes. Ich weiß, Ihre Illustrierte hat viel Geld gezahlt, Herr Koch. Sie haben eine Informationspflicht, Herr Kress. Ich nicht, die Pressestelle. Ja, gehen Sie. Bitte gehen Sie. Ach, seid ihr auch schon da? Ein Schuss mitten ins Herz. Die beiden Zimmer links und rechts daneben waren heute Nacht nicht belegt. Die Tür war auf, da ist er durch. Oder sind Sie durch? Die lässt sich ganz leicht aufmachen. Wirklich wie im Kino mit einer Karte. Reingekommen ist er durch den Korridor. Da.
Und wie kriegt man so eine Tür auf? Mit einer Art Brechstange oder was Ähnlichem. Von der Rezeption aus kann man weder was hören noch was sehen. Wenn man leise genug ist. Ja, wo ist in die Presse geblieben? Der Besitzer hat darauf bestanden, dass wir räumen. Na prima. Wie ist der Täter oder sind die Täter überhaupt draufgekommen? Da drüben. Da gibt es eine Art Notausgang und eine Hinterklappe. Sag mal, Henry, du bist doch fast so eine Art Experte für den Balsamfall. Bin ich das? Ja, finde ich. Danke, Leo. Da ist es. Entweder er ist hier runtergekommen oder darauf. Ja, Henry, krieg doch mal raus, was mit den Geschwistern Lotke los ist. Bin schon unterwegs. Und wo ist das Büro? Guten Morgen. Moin. Gibt's hier keinen Chef? Doch. Der macht jetzt an meiner Stelle die Rezeption, damit ich etwas Zeit habe für Sie. Was ist denn das für eine Nummer? Die hat der Balsam heute Nacht angerufen. Ich habe sie aus dem Computer genommen. Ich dachte, das interessiert Sie. Den Nachbordier habe ich auch herkommen lassen für Sie. Können Sie Gedanken lesen? Nein, aber ich war früher mal sowas wie ein klitzekleiner Kollege von Ihnen. Weit weg von hier, in Lindau. Gerd, stell bitte mal fest, wen die Telefonnummer gehört. Darf ich? Ja, bitte. Habe ich das richtig gesehen? Außer dem Lift vorn gibt es auf der Mitte des Korridors eine Feuerleiter und einen Notausgang. Ja, genau, das ist unser Problem. Und ein paar Zimmer, die wir nicht einsehen können. Ab 102 aufwärts. Danke. Mein Name ist Chris. Ich heiße Walter Steg. Ich bin hier Nachtportier. Bitte behalten Sie doch Platz. Ich glaube, Sie brauchen mich nicht mehr. Nee, nee, Sie können ruhig bleiben, Herr Kollege. Was einem hier so alles passiert, und noch dazu in meiner Schicht. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Nichts? Gar nichts? Na ja, also eins war schon merkwürdig, ne? So um 3 Uhr in der Nacht stand plötzlich eine junge Dame in der Rezeption. Ich muss das anders feststellen, das ist immer belegt. Ja. Herr Waldersteg, also. Junge Dame ist vielleicht übertrieben. Die hatte einen Blumenstrauß dabei eingewickelt. Ja. Um 3 steht die da und sagt, den muss ich zu Herrn Balsam bringen. Ja. Wo ist er denn? Fragt sie. Ich sag, so mechanisch, Zimmer 112. Da geht sie los. Sag ich, Moment mal, Moment mal. Sie können doch nicht so ohne weiteres auf das Zimmer, jetzt, um die Zeit. Geben Sie mir die Blumen. Und weg war sie wieder. Wollte sie nicht. Können Sie die Frau beschreiben? Sie verlangen vielleicht Sachen von mir. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Haben Sie eine Tageszeitung von heute da? Aber natürlich. Ja, ja, das ist es schon. Herr Waldersteg. Moment. Hier, schauen Sie mal. Ja. Ja. Da. Das ist sie. Lisa Lotke und Peter Lotke. Und das ist ihre Adresse und Autonummer. Peter Lotke fährt einen Ford Granada. Die Geschwister Lotke. Na bitte. Kurz, schnell und schmerzlos. Der Herr Peter ist vorbestraft. Körperverletzung. Hier, Leo. Das ist die private Telefonnummer von Christian Weigelt. Anscheinend hat er ausgehängt. Er ist immer belegt. Wenn die Fingerabdrücke an der aufgebrochenen Tür übereinstimmen mit denen von Peter Lotke, holt er sie zu Hause ab. Und wenn sie da nicht sind, gibt er sie mit der Autonummer in die Fahndung. Alles klar? Ja. Klar. Und wo bist du hin? Ich? Ja, der Vater von Florian Balsam hat angerufen. Da willst du zu ihm hinfahren? Ich drängel mich nicht. Ja, ich auch nicht. Na ja, wir sehen uns dann später im Präsidium. Schon angerufen. Presse. Sie sagen, Florian ist tot.
Meine Frau hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Das ist alles noch viel schlimmer. Er war kein guter Mensch, mein Sohn Florian. Das müssen die 100.000 sein, die er Richard weggenommen hat. Haben Sie Telefon? Wollen Sie nicht mit meiner Frau sprechen? Sie soll aufschließen. Sie hat das Geld gefunden in der Waschküche, in einem alten Herd. Die Polizei hat damals die Wohnung von Florian auf den Kopf gestellt. Bei uns hat man gar nicht gesucht. Ja, aber erst muss ich telefonieren. Das sind die Fingerabdrücke von Peter Lotke. Identisch mit denen am Notausgang und an der Tür zu Zimmer 111. Wo ist eigentlich Heimann? Der holt das Balsamgeld. Kannst die Lotke-Geschwister in die Fahndung gehen? Das habe ich schon. Die Eltern haben gesagt, dass sie sie seit 2 Tagen nicht mehr gesehen haben. Wirklich schlimm da draußen. Ach Gott, das ist deren Job. Das ist nun mal so. Eigentlich bin ich gekommen, weil ich Ihre Frau sprechen wollte. Ist nicht da. Bleibt sie lange weg? Ich weiß nicht. Wie würden Sie Ihr Leben hier mit Hubert Schatz und Ihrer Frau beschreiben? Wollen Sie die Räume sehen, in denen er gelebt hat? Später vielleicht. Ich glaube nicht, dass gerade jemand wie ich Ihnen ein Leben außerhalb der bürgerlichen Normen beschreiben sollte. Haben Sie Angst, ich könnte es nicht verstehen? Das wäre mir egal. Ich habe Hubert geliebt und liebe Katja. Und Katja liebt uns beide. Sie bestimmt nichts trinken, Herr Kasse. Nein, nein, danke. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Sie dienstlich hier sind oder privat. Nehmen Sie es mir privat. Es beschäftigt mich einfach. Ihr bester Freund bringt sich um und Sie wissen nicht warum. Sie haben nicht mal eine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Nein? Als Sie erfahren haben, dass Florian Balsam erschossen worden ist, hat Sie das auch berührt? Ja. Merkwürdig. Ja. Entschuldigung. Ja, bitte. Ja, Moment. Ist für Sie, Herr Kass. Danke. Ja, Henry? Ach, du bist Gerd. Ja, na bitte. Wir müssen davon ausgehen, dass Peter Lotke bewaffnet ist. Aber nach Möglichkeit keine Schießerei, ja? Ja. Ja, ruf mich an. Bin vorläufig noch hier. Danke. Glauben Sie immer noch an die Unschuld von Florian Balsam? Ich habe Ihnen heute auf diese Frage bereits eine Antwort gegeben, Herr Kress. Eben nicht. Das ist der andere Grund, warum ich hier bin.
Ergeben Sie sich, Lotke. Werfen Sie die Waffe weg. Und kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Wagen. Lass mich in Ruhe! Du sollst mich in Ruhe lassen! Hör auf! Nicht schießen! Abwarten! Hat der Sie eigentlich noch angerufen gestern Nacht? Herr Florian Balsam. Nein. Warum sollte er? Sind Sie, nachdem Sie mit Ihrer Frau gestern Nacht nach Hause gekommen sind, noch mal weggefahren? Ist Ihnen diese Art der Routine nicht langweilig, Herr Kreis? Sind Sie noch mal weggefahren? Nein, bin ich nicht. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir die 100.000 bei Balsams Eltern gefunden haben? Das Geld von Richard Lotke aus dem Einbruch. Nein. Das haben Sie mir nicht gesagt. Und, was fangen Sie jetzt an? Mit der Unschuld von Florian Balsam? Sie wussten, dass er schuldig ist. Seit wann wissen Sie es, Herr Weigelt? Jetzt ist es ein Verhör, nicht wahr? Ja, das ist es. Dann sind Sie taktisch sehr schlecht vorgegangen, Herr Kreis. Was ist gestern Nacht passiert, Herr Weigelt? Ja, Ihre Fragen werden dadurch nicht besser, dass Sie sie wiederholen. Was ist gestern Abend, als Sie den Freispruch gefeiert haben? Sie, Ihre Frau, Florian Balsam und Hubert Schatz. Was ist da vorgefallen? Nichts. Absolut nichts. Herr Weigelt. Hat Florian Balsam Sie in der Nacht noch angerufen? Nein. Ich sagte Ihnen das bereits. Ich frage Sie noch mal. Sind Sie noch weggefahren in der Nacht? Nein. Herr Weigelt, sind Sie von Florian Balsam in der Nacht noch angerufen worden? Nein. Sie lügen. Und ich kann Ihnen das beweisen. Der Telefoncomputer. Im Hotel Einberger, nicht wahr? Herr Kress, meine Frau. Guten Abend. Guten Abend, Frau Weigelt. Stimmt das, dass Ihr Mann gestern Nacht noch mal weggefahren ist? Ja. Den Mord an Florian Balsam kannst du dir sonst wohin stecken. Von mir erfährst du kein Wort. Da kannst du alt werden, bis du stinkst, du Bulle. Hörst du überhaupt zu? Komm, langsam. Hi, Mann. Ich komme hier rein und Sie überfallen mich mit einer Frage. Und dann antworte ich, ohne überhaupt nachzudenken. Ich habe nicht gesehen, wie mein Mann noch mal weggefahren ist. Ich habe ja nicht mal den Motor gehört. Ach Gott, wie kann ich wissen, dass auf einmal ein Wort von mir so entscheidend sein kann? Du kannst mir nicht mehr helfen. Ich habe Florian Balsam erschossen. Florian Balsam hat unseren Bruder umgebracht. Peter und ich, wir wollten Rache. Okay? Also hat Peter mich losgeschickt. Mit Blumen. Ich sollte die Zimmernummer von Florian rauskriegen. 112, sagt der Nachtportier. 111 und 114 daneben waren frei. Das weiß ich, weil die Schlüssel noch am Schlüsselbrett hingen. Peter ist noch in derselben Nacht über die Nottreppe in 111 eingebrochen. Und dann wie Rambo mit der Pistole in 112. Er wollte Florian erschießen. Aber der lag da schon rum. Tot. Irgendjemand hat ihn vorher erledigt. Ja. Florian Balsam hat mich in der Nacht noch angerufen. Und nach diesem Anruf war mir klar, dass etwas Schreckliches passiert war. Mit Hubert. Ich bin also in die Kanzlei gefahren. Musik.
weshalb hatte er sich umgebracht? Es war nicht wegen der Niederlage nach dem gewonnenen Prozess. Nicht allein deshalb. Hubert hatte mich die ganze Zeit belogen. Ich hätte etwas merken müssen, als mich Balsam bei dem Streit im Forsthaus gefragt hat: Wissen Sie eigentlich, warum Sie mich verteidigt haben? Hubert hatte eine Zeit lang eine enge Bindung zu Florian Balsam. Balsam wusste durch ihn unsere Beziehung, die von Katja, Hubert und mir. Und er hat damit gedroht, das alles in den illustrierten Berichten breitzutreten. Ja, und dann gestand Balsam an diesem Abend noch: Ich habe Richard Lottke getötet. Ich habe die 100.000. Ich bin dann ins Hotel. Vom Hof her. Hinten die Treppe hoch. Balsam hatte mich erwartet. Er machte sich lustig über uns. In einem unverschämten Ton zog er über uns her, lachte. Er konnte gar nicht aufhören, über uns zu lachen. Habe ich ihn erschossen. Hubert und ich, wir waren schon als Kinder unzertrennlich. Er war meine große Liebe von klein auf. Und später... Später war er dann auch Katjas Liebe. Irgendwann muss er Florian Balsam kennengelernt haben. Dein Verhältnis mit ihm. Aber Hubert hätte uns doch das alles sagen können. Natürlich. Hat er aber nicht. Und Florian Balsam? Als die Mordanklage gegen ihn erhoben wurde, da hat er Hubert gebeten, ihn zu verteidigen. Ja, wahrscheinlich kannte er keinen anderen Anwalt. Und Hubert hat mir nie erzählt, warum gerade wir die Verteidigung von Balsam übernehmen sollten. Jetzt weiß ich's. Und auch, warum er die Veröffentlichung der Geschichte in der Illustrierten verhindern wollte. Er hatte Angst. Vor mir. Katja. Eine Angst, die ich nicht begriffen habe. Aber jetzt weiß ich, was der eigentliche Grund war. Und das Telefonat? Das Telefonat von Balsam. Da hat er mir das alles gesagt. Hier. Das ist der Brief, den Sie so gesucht haben. Steht das alles nochmal drin? Ich habe das nicht gewollt, Christian. Ich habe Hubert geliebt und ich liebe dich. Ich habe es wirklich nicht gewollt. Ich muss das tun. Werden wir denn weiterleben sollen?